Nacht bin ich erwacht und stellte fest, dass eine neue Folge ist. Ja, so ist es. Und dass das Eisen im Ofen gleich fertig ist, das habe ich auch festgestellt. Und dass diese Birke hier keinen Setzling abwirft, dafür die zwei. Das hast du dir so vorgestellt, ja? Ah, das ist ein Scheinsetzling. Es gibt ja auch Scheinsetzlinge. Wie der hier zum Beispiel. Jetzt konnte man aufnehmen. War doch kein Scheinsetzling. Die schwören dann so in der Luft rum. Das sind Geistersetzlinge. Das gibt es. Könnt ihr mir glauben. Ja, hier im Wasser könnte es sein, auf Sand, dass die da besser wachsen. Nee, da gibt's gar nicht. Aber hier im Wasser vielleicht, oder? Im Wasser wachsen Birken ja immer ganz ausgezeichnet. Wir haben noch 7 Knochenmehl. Vielleicht reicht das sogar noch für 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, nee. Das müsst ihr jetzt schon mit einem. Nee, das war klar. Das ist eine äußerst beschwerliche Art, hier Birken zu fällen. Und wieder anzupflanzen und zu fällen. Oh, Entschuldigung, kleiner Rülpser. Den schneide ich hinterher raus. Da ist noch ein Setzling. Hervorragend. Dann haben wir jetzt schon 3. Na, seht ihr, es geht doch voran. Und ihr sagt immer, es geht nicht. So. Oh, diese Hähnchen sind so wenig nahrhaft. Warum? Nur weil die nur aus Fett bestehen? Kann doch nicht sein. Okay, wir müssen da hoch. Wahrscheinlich müssen wir uns da mit Erde hochbauen. Denn wir wollten ja endlich... Ah, nee, wir können ja die Leiter hochgehen. Machen wir doch das. Hier geht's nämlich runter zur Mine. Das hatte ich euch ja schon gezeigt. Und hier geht's hoch zu dem großen Turme, der da für da ist, dass man hier hochgehen kann, zum Beispiel auch. Man kann dann auch nur einmal hochgehen, hier, so. Und da kommt man nämlich schon aufs Dach drauf und auf den, ja, fast, ne? Also man kommt fast aufs Dach. Man muss dann so ein bisschen springen. Das ist auch gefährlich. Und wir haben uns keinen, doch haben wir. Fichti, mitgenommen. Gut, Freunde. Habe ich das jetzt von der Hexenwacht mitgenommen? Oh, das werde ich mich jetzt immer fragen. Bei jedem Ding, was ich hier baue, habe ich das von der Hexenwacht mitgenommen. Das geht aber so auch nicht. Okay, hier einer drauf. Wir müssen dann mal gucken, wie wir das da drüben gemacht haben. Gehen wir mal rüber. Ich mache den mal ganz provisorisch hier hin, damit wir hier so rumspringen können. Okay, also wir haben das so. Aha. Da außen also so ein Pröpel, in dem wir 2 hoch haben. Und dann im Grunde so eine Dreierdings da oben drauf. Also passt das schon so ungefähr. Bis darauf, dass da eine Treppe drauf kommt. Oha. Jetzt können wir hier eigentlich schon mal anfangen, das Dach drauf zu pröpeln. Ja, es würde gehen. Denn wir haben ja unsere schönen Stufen haben wir dabei. Wenn wir hier runterfallen, sind wir tot, oder? Oder wie meinen? Das war falsch. Schön festhalten. Bloß nicht runterfallen. Die erste Reihe ist immer die schwerste Reihe. Einen hoch. Jetzt reicht's aber. Das kriegt er nie wieder weggekloppt, alles. Ich hätte das echt von unten machen sollen. So, besser. So, und jetzt müsste es doch eigentlich von selbst gehen, oder? Wie war das? Die erste Reihe ist echt immer die allerschwerste. Ja, wir müssen ja auf einer Reihe stehen. Ja, gut. Dann machen wir das so. Wir müssen nicht auf dem obersten stehen, sonst können wir runterfallen. Drückt mal die Daumen, dass wir nicht runterfallen. Ich werde einen Krampf in meinem Finger kriegen. Ja, was die Jagd nach dem Piraten angeht, nach dem Schlangenzungen-Nick, da sind wir noch nicht wirklich weitergekommen. Ich konnte jetzt auch in dieser Folge nicht direkt auf eure Kommentare eingehen. Das wird erst wieder in der nächsten Folge möglich sein. Und deshalb erzähle ich da jetzt gar nicht mehr groß was rüber. Oh, falsch rum die Stufen. Was denn das hier für eine Bauerei, was ich hier veranstalte? Ist echt so knapp? Es ist wirklich knapp. Da ganz unten. So, ja. So, ja. Deshalb gehe ich da erst wieder in der nächsten Folge drauf ein. Ich hoffe, das ist für euch I.O. Also in Ordnung. Ne? Sagt man I.O. Ein leises Lied spielt nebenbei. Wir haben unser Leben aufs Spiel gesetzt, um hier an diese Stufen zu kommen. Denn es war äußerst schwer, die Setzlinge von Boxsprung zu erbeuten. Das ist in der letzten Folge passiert. Jetzt ist eher unspektakulär hier Dachbau. Aber wir werden auch unten eine Kaue weiterbauen, keine Angst.
Und dann vielleicht kann ich das mit dem Dach hier auch wann anders machen. Nein, ich habe ja gesagt, ich möchte wieder mehr mit euch zusammen machen. Und da gibt es halt nicht jedes Mal nur Action und Highlights, sondern es gibt auch mal Folgen, wo einfach nur so ein bisschen auf Stufen gestarrt wird. Und ich werde diese Folge auch nennen, Opas, die auf Stufen starren. Okay, Freunde. Der Livestream vom Zorlan ist rum. Der war sehr ertragreich. Er hat ihm eine neue Ausbildungs- oder uns eine neue Ausbildungsfeste für die Botenreiter gebracht. Für Botenreiter, Quatsch, Drachenreiter gebracht. Das hat ihn sehr gefreut. Also, ne, da war er bestimmt sehr froh, der Zorlan, und ich bin auch froh, denn jetzt kriegen wir wieder gute Drachenreiter, die dann für uns eben gerade bei solchen Problemen wie den Terror da vom Schlangenzungen-Nick, können die uns behilflich sein. Das ist ja auch dann gut. Wir haben immer noch das gleiche Problem, wir dürfen hier nicht runterfallen. Das ist ein großes Problem. Es ist kein kleines Problem, es ist echt ein großes Problem. Denn wenn wir runterfallen aus dieser Höhe, könnten wir sogar tot sein. Und wir bauen an dem Zechenhaus hier von der Hilfe Mojang. Ja, das war alles, was ich eigentlich sagen wollte, so dazu. Okay, die erste Reihe haben wir gleich durch. Wir werden nochmal von unten gucken, wie das Ganze aussieht. Ah, das ist ja sehr, sehr nett hier. Da könnte man eigentlich, aber nee, der muss wieder weg. Das sieht sonst dämlich aus. Du kommst wieder weg. Komm her. Du kommst auch mit direkt. Und dann, wir könnten uns hier natürlich, dann sollten wir uns auch irgendwo einen Ausstieg lassen, weil sonst kriegen wir echt Probleme. Oder wir können ja gleich mal gucken, wenn wir die nächste Reihe durch haben, ob wir dann am übers Dach irgendwie aussteigen können ins Wasser. Wenn das nicht so weit ist, dann springen wir da wieder. Das ist kein Problem. Da müssen wir nur mal unseren Mut zusammennehmen. Und dann wahrscheinlich voll auf die Klappe fallen. Der Kampf gegen die Skelette und anderen Unwesenheiten in den Mooren von Borgsprung hat uns mit Sicherheit einiges an Rüstungsschutz gekostet. Aber sie ist noch vorhanden. Ich weiß gar nicht, haben wir eigentlich schon mal ein weißes Dach gemacht hier mit dem weißen Birkenholz? Viele mögen das ja nicht so gerne. Delfino sagt immer, das ist eigentlich nur ein Deko-Holz. Aber ich mag es eigentlich echt gerne und baue damit auch gerne. Und so auch jetzt hier bei der Hilfe Mojang. Kriegt ein schönes, klassisches Dach oben drauf. Hier müssten wir eigentlich noch eine Reihe dran setzen. Ach, Herr Jemine. Müssen wir dann mal von unten gucken, wie wir das machen. Kann ich jetzt so nicht sagen. Okay, können wir hier vom Dach springen? Nein, da ist Stahlbeton. Ganz schlecht. Wir können aber hier runter, ne? Wir können dann hier runter auf die... Genau. Okay, machen wir noch eine Reihe. Ich glaube, eine kriegen wir... Ne, wir haben noch 18 Stufen sowieso. Kriegen wir keine ganze Reihe mehr mit gebrezelt. Aber zumindest erstmal eine halbe. Oder mal sehen. 18 Stück. Ja, hier wird eine ganze Menge Birkenholz draufgehen. Wir haben ein paar Birken angepflanzt. Und, ja, jetzt haben wir keine Stufen. Okay, dann müssen wir hier runter. Zack. Schaut mal, so sieht das Ganze dann aus. Hier machen wir uns dann eine Leiter hoch und dann machen wir hier unseren allgemeinen Auf- und Abstieg hin. Und hier hinten sollten wir uns das auch noch ein bisschen komfortabler gestalten, weil das ist ganz schön gefährlich. Deshalb mache ich jetzt hier mal einfach mal eine Stufe hin und da. Die reißen wir hinterher wieder weg. Und das hier machen wir mal auf. Dann können wir hier durchgehen und kommen dann auch die Leiter runter. Genau, okay. Und sehen aber auch, dass es falsch ist, halt, dass wir da nicht eigentlich nicht runter wollten. Na? Okay, dann steht das Dach. Wunderbar. Wir gucken mal von der anderen Seite, wie das aussieht, wie sich das macht, das Ganze. Dann könnte ich gleich mal Steinstufen mitnehmen, können wir gleich die Treppe ein wenig gestalten. Und da ist schon wieder ein neuer Baum gewachsen. Und wir haben echt nur zwei Setzlinge. Boah, die sind aber echt garstig hier, die alten Birken. Nee, da ist noch einer. Haha. Man muss nur ein bisschen rummotzen. Das ist hier nicht ihr Biom, ne? Birken wachsen, glaube ich, normalerweise eher in Waldgebieten. Und wenn man die da pflanzt, in so einem Waldgebiet, also nicht im Dschungel, im normalen Waldgebiet, dann werfen die auch viel mehr Setzlinge ab, als wenn man die hier pflanzt und die hier dann auch gleich kaputt schlägt. Das hat wohl doch nicht so viel mit dem Wasser zu tun. Schade eigentlich. Gut. Wir wollten von der anderen Seite gucken und wir wollten uns Steine mitnehmen. Man muss ja immer seine Grundprinzipien und das, was man vorhat, muss man immer im Auge behalten. So. Jetzt bauen wir uns erstmal hier Stufen en masse, denn wir haben eine Menge Steine noch. Ja, gut. Ganz so viel brauchen wir dann auch nicht. Das sollte reichen. Ja, zwei 64er Stacks, meinte ich. Schon einer rausgefallen? Nein. Gut, dann bauen wir hier erstmal die Treppe.
Und dann geht's weiter am Dach, sobald wir wieder genug Birkenholz haben. So ist der Plan. Wir könnten natürlich auch schnell nach Hunsgab ein Birkenholz holen und dann würde es auch gehen. Ja, wäre auch eine Möglichkeit. Aber man kann es auch so machen, das geht auch. Und hier, die Kaue muss ja auch noch gemacht werden. Muss ja alles noch gemacht werden. Wir haben ja noch so viel vor uns. So, da ist die Treppe gleich fertig. Dann können wir hier auch ruhigen Fußes nach oben schreiten. Ruhigen Fußes, mein Gott. Diamanten hatten wir ja neulich auch erst wieder gefunden. Hab. Meins. Und die haben wir, glaube ich, schon in die Endertruhe gepackt. Und innen drin müssen wir dann auch noch einrichten, denn da muss noch die Kiste rein. Ah, wir haben noch eine ganze Menge. So, und hier kommt ja dann schon normaler Stein drauf. Okay, alles klar, Freunde. Treppe ist auch fertig. Wunderbar. Und wir müssen pennen. Es ist schon wieder Nacht. An so einem Tag ist echt nichts dran. Wir gehen hier mal durch. Und da wollte ich eine Werkbank runterbauen, genau. Damit man Werkbank und Endertruhe gleich zusammen hat. Das ist total praktisch. Gute Nacht. Ah, guten Morgen. Ich war neulich auf dem Community-Server. Wurde da sehr nett empfangen. Nochmal Dank an alle, die mich da empfangen haben. Ihr wisst, wen ich meine. Guck mal, Gold. Haha. Da war ich auf dem Community-Server, genau. Und, ja, ich werde auch öfter jetzt mal sein. Ich war kurz vor dieser Aufnahme, war ich auch, Werkbank, war ich auch nochmal da und habe da mich kurz aufgehalten, habe ein bisschen weitergebaut. Kam auch gleich zig Leute vorbei, war ganz witzig. Auch der Herr dieser Welt, der Powerplayer, war dann auch da. Und ja, jetzt müssen wir uns mal überlegen, wie wir dann die Regale hier bauen. Weil hier soll ja sozusagen das Lager rein. Das Lager, wo später dann mal, also pass auf, hier, ne, so, gucke. Total praktisch. Das Lager, wo später mal die Waren angepriesen werden. Man könnte natürlich hier so einen Gang durchlassen. Könnte auch zwei breit sein. Und dann hier einfach so ein Hochregal hinbauen, ne? Das wäre möglich. Wäre möglich. Ja, pass auf, bauen wir hier ein Regal hin. Aus? Oh, nein, nicht aus Fichti, oder? Das ist so teuer. Freunde, wie kommt er denn darauf? Ich finde das klasse, das sieht auch so regalmäßig immer aus. Dann, na, wenn man hier, oh, das so macht. Ich finde das ja klasse, aber das ist das, was wir, also wir haben momentan keine Birke. Birke ist aus, sozusagen. Und das andere dauert auch ziemlich lange. Dann könnte man hier eine Reihe machen und hier nochmal so eine Reihe. So, und dann hätte man hier so zwei Regalreihen. Immer noch zwei Birkenpröpel. Und das hier dauert ewig. Wenn wir darauf warten wollen, meine Herrein, ey. Wir können das ja hier so anpflanzen, aber ich glaube, ich muss doch nach Hunsgrab und da Birken holen. Sonst sind wir hier ewig in Gang. Dann nehmen wir gleich noch ein paar Steine. Dann nehmen wir gleich noch ein paar Steine mit. Dann können wir den Weg da oben noch ein bisschen weiter bauen. Dann kann das alles ein bisschen... Ja, ich war der Meinung, wir hätten kein Birkenholz mehr. Diese Meinung war allerdings falsch. So, okay, Regale. Vergesst alles, was ich in der letzten Stunde gesagt habe. Und tut einfach so, als hätte ich es nicht gesagt. So, okay. Dann müsste die nächste Regalreihe, könnte dann erst da oben drauf, richtig? Ja. Und hier kommen dann Einzeltruhen hin. Ja, Einzeltruhen, ne? Würde ich sagen, für die einzelnen Waren. Und hier hinten kommt, ja, pass auf, dann machen wir es anders. Hier hinten machen wir ein Hochregal hin, wo dann massenhaft, ah, warte mal. Hier steht ja dann die Kiste, ne? Hier ist zum Beispiel die Endertruhe in der Mitte. Hier steht eine. Wir können die auch längs setzen, die Kisten. Das war ja immer so, ne? Kann die auch so längs setzen. Dann passt A mehr rein. Und B. Sieht es besser aus, glaube ich. Das heißt, wir machen hier zwischen gar keinen frei. Sondern machen hier einfach eine Doppelreihe hin. Was haltet ihr davon? Verdammt, warum haben wir noch so viel Birkenholz? Warum sagt mir das keiner? Ach. So. Das ist falsch. Na gut, dann ist doch alles gut. Dann braucht ihr euch doch gar nicht aufregen.
Dann können wir hier jetzt das Regal machen. Hier kommt natürlich sowas hinter. Da müssen wir schon ein bisschen sparsam sein, ne? Dann kann man da von beiden Seiten rangehen an das Regal sozusagen. So. Und dann würde ich hier sogar noch eine Reihe drauf machen, eventuell. Aber mal gucken. Das wird hier das Lager auf jeden Fall. Und hier kommen jetzt unsere Kisten hin. Wir haben so viel Birkenholz, die machen wir jetzt aus Birkenholz. Nein, natürlich nicht. Was haben wir denn am meisten da? Ja. Fichte. Fichte. Dann machen wir jetzt hier mal ein paar Truhen. Zack, 8 Stück. Da kriegen wir 4. Ja, machen wir mal 4. Okay. Damit ihr wisst, was ich meine, ne? Nicht, dass ihr da nicht wisst, was ich meine. Ich glaube, wir müssen aber auch Redstone-Truhen dann bauen, weil jetzt kann ich hier keine hinsetzen, ne? Ich könnte jetzt nur hier eine hinsetzen noch. Dann kann da eine hin und hier eine hin, so in unser Lager. Und dann gucken die vorne immer nur so ein Stück raus. Man kann aber trotzdem rangehen und die Sachen rausholen. Und die Doppelendertruhen gibt es leider nicht. Das haben wir leider nicht im Angebot, liebe Leute. Da müssen sie woanders hingehen. So, gut. Dann machen wir hier nämlich noch eine Reihe drauf. Ja, dann können wir die jetzt auch verbrezeln. Lalala. Ich bin mal gespannt, wie viele vorher schon gesehen haben, dass ich eigentlich noch Birkenholz habe. Da bin ich echt mal gespannt. So, und dann jetzt schreiben wir, das wusste ich doch. Habe ich doch gesagt. So, weißt du? Ja, ja. Hinterher. Hier kommt jetzt eine durchgehende Reihe hin. Genau, passt auf, jetzt kommt gleich Trick 17 mit falscher Selbsteinschätzung. Okay, zack, Regalreihe, gehen immer noch auf. Da oben die Regalreihe geht auch auf. Das ist das neue Hochlagersystem. Von hier kann man immer noch schön hinterlang gehen. Viel mehr Platz brauchen wir auch nicht. Und hier kommt nämlich jetzt ein Prüppel dran. Zack und zack. Und schon ist das Regal verbunden. Na, dann haben wir ein schönes Regal mit der Endertruhe auch noch, wo sich dann jeder bedienen kann. Hier ist eine Werkbank. Gut, die Werkbank könnte man jetzt auch da wegmachen. Das sieht vielleicht sogar noch besser aus. Aber es ist halt ultra praktisch. Und da muss man dann auch schon mal sagen, wenn es dann halt praktisch ist, dann macht man es auch. Da kommt dann noch eine Reihe rüber. Und das gleiche kommt auf der Seite auch. Das können wir auch gleich mal schnell bauen. Das Regalsystem, wenn wir schon mal dabei sind, dann bauen wir das gleich. Wir setzen das natürlich genau wie auf der anderen Seite ein weiter nach hinten. Nämlich genau hier hin. Ich weiß, manchmal nerv ich da ein bisschen, wenn ich so lange erst rumprobiere, bis ich dann irgendwann das perfekte Ergebnis für mich gefunden habe. Das ist aber so. Das geht leider nicht anders. Ich muss das 1000 Mal ausprobieren, bis es dann 100%ig passt. Für mich, bis ich sage, okay, damit kann ich leben. Und dann kann ich auch damit leben. Kommt dann hier auch eine Endertruhe hin? Nein, natürlich nicht. Da kommt keine hin. Hups, da kommt irgendwas anderes hin. Vielleicht ein Dispenser oder sowas. Man weiß ich noch nicht. Eine Kantine müsste es ja normalerweise auch geben. Hm, gibt's aber nicht. Gibt kein Essen. Doch, müssen wir machen. Die fleißigen Arbeiter müssen natürlich auch was essen. Da geht kein Weg drumherum. So, okay. Hier kommen dann die einzelnen Gesteinssorten und Waren rein. Das können wir dann auch gleich machen. Wir müssen also auch noch Truhen hier haben. Da oben muss auch noch ein Pinöpel drauf. Zack. So. Damit das alles gleichmäßig hoch ist. Und ich finde, für Regale und sowas ist dieses Holz absolut spitzenmäßig geeignet. Dieses helle Birkenholz. Wovon wir auch genug da haben. Ist ja nicht so, dass wir zu wenig hätten. So, Freunde. Okay, die beiden Hochregale, wenn man hier reinkommt, in die Halle. Und hier kommt unser Ofen hin. Hier kommt unser großer Hochofen hin. Und den, würde ich sagen, bauen wir dann in der nächsten Folge. Da werden wir uns nur auf diesen Hochofen konzentrieren. Und ich räume jetzt hier nochmal ein paar, mache hier nochmal ein paar Kisten. Ah, hier, guck mal. Hier haben wir, Kisten. Wir brauchen ganz viele Kisten für unsere Regalreihen hier. 15 Stück. Und da müssen wir uns auch noch ein paar Endertruhen machen und sowas. So ein Kram. Hinten müssen natürlich Leitern dran, damit man überhaupt hochkommt, weil sonst kommt man ja oben gar nicht drauf. Hol ich kurz. Das machen wir noch schnell. Ich glaube, ich habe noch ein paar Leitern da. Wenn ich die nicht mit weg... Ne, 12 Stück, das dürfte reichen. Dürfte reichen. Und dann wird so langsam aber sicher hier unsere Zeche richtig. Und hier kommt der richtig große automatische
Hochofen hin, wo dann die einzelnen Sachen gebrannt werden können, gleich wenn sie aus dem tiefen Bergwerkschacht kommen. So, hier kommen jetzt die Kisten drauf. 1, 2, 3 und 4. Hier können wir natürlich jetzt auch überall noch Endertronen zwischenstellen, ne? Kein Problem. Das würde nur gehen. 1 und 2. Man kann die auch mit so einem kleinen... wir könnten noch... Oh, eine fehlt. Oh, na gut, oben fehlen ja auch noch welche. Haben wir noch Fichtenholz gerade da? Ja. Dann machen wir einfach nochmal ein paar Kisten. Zack, 8 Stück. Gucken, wie weit wir damit kommen. Man könnte natürlich jetzt hier auch zwischen freilassen, ne? Dass die so ein bisschen lockerer stehen und gar nicht jetzt wirklich Kiste an Kiste ganz eng. Lassen wir auch erstmal. Bis wir dann mal später das Ganze aufrüsten. Hier hinten kann der Arbeiter rumgehen und kann hier neu befüllen. Die Kisten, es erinnert jetzt so ein bisschen an die Hanse, ne? Ein klein bisschen aber nur. So. Und dann müssen natürlich noch hier Verwaltung und alles hin. Also in den nächsten 800 Folgen werden wir damit beschäftigt sein. Hier nur ein Bergwerksparadies auf... Arrgh! Eine. Nein. Okay, das waren die Regale. In der nächsten Folge beschäftigen wir uns damit, dann hier, da, den großen Hochofen zu bauen. Falls ihr schon mal sowas gebaut habt, dann könnt ihr mir ein paar Bilder senden, wie das aussehen könnte. Er soll auf jeden Fall riesig werden mit Lava und Feuer und das Dach werde ich gleich noch fertig bauen. Da könnt ihr mir wirklich nicht bei zugucken, das dauert zu lange. Also liebe Leute, gehabt euch wohl hier aus dem Bergbauparadies vor Hunsgrab. Spielt tapfer weiter Minecraft und auf gute Nacht. Wiedersehen. Wiedersehen. Wiedergesehen.